Abwehrleistung. Wir haben vorher gesagt, wir haben 5% Chance, aber an die haben wir auch geglaubt. Und ich finde, ja, auf die Leistung, was wir heute gebracht haben, kann man auch sehr stolz sein. Also was mich begeistert hat, ist, dass wir wirklich bis zum Schluss das Tempo damit gegangen sind. Also wir sind konditionell nicht eingebrochen, haben gerade in der zweiten Halbzeit vorne gepresst und sind damit auch besser gefahren. Und ja, Phoenix, die haben schon noch einige Chancen vergeben. Wir sind total zufrieden mit dem 3-0, können wir gut leben. Und hat Spaß gemacht, war ein schöner Abend, auch hier mit dem ganzen Verein, die sich alle Mühe gegeben haben. Wir drücken Phoenix auf jeden Fall ordentlich die Daumen, dass sie da eine gute Saison spielen. War eine sympathische Truppe, war auch ein faires Spiel. Alles top, wir sind zufrieden. Ja, erstmal eigentlich sind wir zufrieden mit der Leistung. 3-0 gegen Regionalligisten kann man, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Erste Halbzeit blöd zwei Dinger bekommen. Erstes Ding, ja, nehme ich mich nicht ganz raus. Ticken zu spät gekommen. Zweites Ding, ja, guter Fernschuss, kann reingehen. Zweite Halbzeit haben wir dann sehr gut Druck gemacht. Haben es Phoenix immer schwerer gemacht und hätten uns, glaube ich, auch mit einem Tor oder einer Putze uns gut belohnen können. Haben wir dann leider nicht. Was soll's, wir haben uns, glaube ich, trotzdem ganz gut verkauft.